Hallo und willkommen zurück zu Let's Play Toho Mario. Beim letzten Mal haben wir es durch das hoffentlich längste Level dieses Hacks geschafft. Nämlich das Bonus-Level The Scarlet Devil, in dem wir direkt 4 Level hintereinander schaffen mussten. Ja, natürlich habe ich mich in der Zwischenzeit wieder voll geheilt und es geht weiter mit Meet the Darkness. Klingt interessant. Juhu! Na dann, hallo. Sieht aber nicht nach der Dunkelheit aus hier. Stirb erstmal die Disco-Panzer. Nur für den Fall, dass ich dich brauche, bist du schon mal zerstört. Hallo. Dies sind Lichtkäfer. Berühre sie nicht. Sie werden den Bildschirm verdunkeln. Okay. Machen die mir auch Schaden? Test. Ah ja. Sie machen mir Schaden und sie werden den Bildschirm etwas verdunkeln. Wer hätte das gedacht? Bla bla bla. Wenn du nicht mehr mit der Dunkelheit klarkommst. Aha. Dann mit Start-Select rausgehen. Okay. Hallo Dunkelheit, schön dich zu treffen, alter Freund. Ja, die Dunkelheit hat angerufen, aber ich bin nicht gleich rangegangen. Hilfe. Disco Ying und Yang, geh weg, Disco Ying und Yang, danke schön. Ja, na gut, dass ich erstmal ausprobiert habe, was diese Dunkelheitsdinger eigentlich machen. Disco Ying und Yang, wo kommst du denn plötzlich her? Bin doch gerade eben extra vermieden. Ja, wunderbar. Damit ist es wieder ein bisschen dunkler geworden. Wunderschön, wunderschön. Irgendwann wird es ja so dunkel, dass wir von Zubats beschwärmt werden. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Na dann bringen wir es erstmal wieder rauf. Zu viele von den Dingern. Hilfe. Puh, ist eben ausgewichen. Naja, ist auch irgendwie das gleiche Prinzip wie im normalen Spiel. Nur, dass wir halt keine Energie verlieren, sondern dass der Bildschirm halt dunkler wird. Von daher, was soll's. Können wir die... Nein, Mist. Können wir diese Dinger töten, indem wir Gegner dagegen schmeißen? Steh wieder auf! Ich glaube aber nicht, Gegner. Du kannst wieder aufstehen. Ja, brav, Gegner. Er läuft in die falsche Richtung. Mistviech! Ich hab gehofft, ich könnte damit die Kerle hier angreifen. Dunkler geworden. Kann ich aber offensichtlich nicht. Das sieht momentan nicht so gut aus. Schnell rüber auf die andere Seite. Hilfe, 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 Hilfe. Ich hoffe, der Boss hier wird nicht auch in dieser Dunkelheit bekämpft werden müssen, falls es hier überhaupt einen Boss gibt. Hallo, Röhre. Bitte resette den Hintergrund. Ja, willkommen in der Dunkelhöhle, wo die Ying und Yangs tief fliegen. Bams. Und Sonnen ab und an mal aus dem Himmel plöppen. Plomp. Sind hier irgendwo noch Gegner? Ja, da sind noch Gegner. Hallo, Ying und Yang Verschnitt. Hey, stimmt. Gott, Mario, greif doch einfach deine Gegner. Herrlich. Funktioniert alles super, ja? Weiter geht's. Ich weiß nicht genau, was ich machen soll. Wunderbar. Bitte, gebt mir ein paar engere Plattformen auf diesem Untergrund, auf dem ich gar nichts sehen kann. Stirb. Ah, da kann man eine Wand hochrennen. Das ist recht auffällig. Da kann man eine Wand hochspringen. Das ist recht auffällig. Ich glaube, ich nehme lieber den oberen Weg als den unteren Weg. Sieht mir sicherer aus. Fragezeichen. Ja, genau. Gebt mir noch ein paar mehr Mini-Fallgruben. Es ist immer schön in solchen Leveln. Sterbt, Para-Koopa-Verschnitte. Und Paragumbas auch. Ja, funktioniert alles nicht so gut. Ich scheine mir mehr Schaden zu machen, wenn ich versuche, mit diesen Gegnern rumzuspielen. Also lassen wir den ganzen Mist einfach mal. Hier können wir eine Wand hochkraxeln. Wuhu. Und Disco Ying und Yang ist auch wieder da. Kannst du nicht ein bisschen Licht machen, wenn du schon da bist, Disco Ying und Yang? Gott. Weiter nach rechts. Vorsichtig weiter nach rechts. Vorsichtig nach links. Vorsichtig nach rechts. Jo, ich bin mal nicht in eine Fallgrube gefallen bei der ganzen Geschichte. Ja, da vorne kann ich auch schleudern. Ah ja, Karten. Und da ist eine Ranke. Hoch geht's. Bis jetzt hatte ich noch keine größeren Probleme mit irgendwelchen Fledermäusen, die auftauchen. Oh, hey, Energie. Wuhu! Oh! Ah, nein, Mario! Ich fällt da wieder hoch! Mario! Puh, das kann man schaffen. 99 Energie, ein Container verloren. Ich rieche einen Zwischenboss. Auf geht's. Mamma mia, wer hat die Lichter ausgemacht? Da wir eine Sequenz bekommen, könnte es sogar sein, dass wir beim Boss sind. Fragezeichen. Fuuuut! Was? Wen treffen wir dieses Mal? Wow! Was ist dein Lieblingsessen? Ich sehe hier nichts Essbares. Ich wette, Mario ist ihr Lieblingsessen. Hallo, Rumia. Den Namen habe ich schon mal gehört, aber den Charakter kann ich nicht so richtig zuordnen. Ja, sie kann uns scheinbar sehen. Mamma mia! Mario Humor! Ja, genau. Versuch doch einfach mal Spaghetti, Pasta, Mario-Witze, Italiener. Hahaha. Wir haben leider gerade keine dabei. Wir denken nur die ganze Zeit dran. Wenn sie unsere Gedanken essen kann, ist das natürlich praktisch. Ja, ehrlich mal, wir schmecken doch gar nicht. Genau, wir werden einfach in Danmaku gebacken. Ach, lecker. Mario in Danmaku-Kruste. Klingt nach einem Rezept, das wir definitiv mal nachschlagen sollten. Itadakimasu, netter. Auf geht's. Erste Bossphase. Hey, nicht in Dunkelheit. Finde ich fast gut, aber die Projektile sind sehr dunkel. Ja, bitte. Mehr Dunkelheit.
kurzzeitig hatte ich das Muster raus. Dann hat sich das Muster schon wieder verflüchtigt, weil ich überhaupt nicht sehe, was passiert. Ja, ich glaube, ich bin jetzt ungefähr in der Mitte. Ich würde zu gerne Doppelsprünge schaffen, aber es ist mit dieser Dunkelheit ziemlich unmöglich. Hallo, Feuerbälle. Die Feuerbälle erleuchten natürlich diesen Ort kein kleines bisschen. Diese schief liegenden Dinger erwischen mich auch jedes Mal. Komm schon, Doppelsprung. Ah! Ja, Dreifach, nein, kein Dreifachsprung. Noch ein Sprung von diesen Dingern. Ich sehe überhaupt nicht, was los ist. Ich kriege einfach totale Panik, solange hier alles dunkel ist. Okay, warten wir mal auf den nächsten Ball. Jawohl, getroffen. Wieder in die Ecke gehen, warten wir auf den nächsten Ball. Okay, springen, Treffer, wieder in die Ecke gehen. Was ist jetzt los? Hallo? Wir haben gewonnen. Was? Was passiert hier? Blitz, weiter. Ah! Bosskampf, Hilfe. Wir haben kurz nur das Gebiet gesehen. Oh Gott, ein kompletter Bosskampf in diesem Dunkel. Ja, dann warte ich einfach, dass sie zu uns hinkommen und bleib hier vorne stehen. Klingt nach einer intelligenten Lösung, oder? Komm her, ich weiß, dass du da bist. Nein, keine Ninja-Sterne. Ninja-Sterne sind unfair. Wenn sehe ich einen Ninja-Stern, wo sie gerade ist. Bumm, Treffer. Bumm, noch ein Treffer. Wirf erst deine Sterne, dann springe ich auf dich drauf. Gott. Das wird sehr eng von unseren Energiecontainern her, wenn es hier noch eine Phase gibt. Oh Gott. Ich hasse Kämpfe in der Dunkelheit. Ich habe sie praktisch gar nicht getroffen gerade. Ich habe sie schon seit einer Ewigkeit jetzt nicht mehr getroffen, weil ich die ganze Zeit von irgendwas abpralle. Ich weiß nicht mal von was. Wunderbar. Was? Stage clear? Ich nehme alles zurück. Die Stage war relativ einfach. Ich hatte nur Panik, weil ich erwartet habe, da kommen jetzt noch 2-3 Bossphasen, bis wir durch sind. Okay, das war Meet the Darkness. Jetzt kommt nur noch Practice Start. Was ist Practice Start? Ist das eine Übungsstage oder was? Naja, gehen wir erstmal in den Hakurei Shrine und teilen unsere HP wieder hoch. Und hoffen, dass Practice Start keine zu schwere Stage wird. Denn dann werde ich einfach die nächste Stage machen, ohne mich zwischendurch zu heilen. Plonk, 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 plonk. Ja, viermal können wir noch. Naja, dann fehlt uns... Naja, dann fehlen uns ungefähr 2 Container nach der ganzen Geschichte. Plonk. Muss reichen. Gehen wir mal wieder volles Risiko. Bad Apple Style, aber die Stage war ja zum Glück auch nicht so schwierig. Also, 2 Container fehlen und 9 Energiepunkte, aber die 9 sind, glaube ich, nicht das Ausschlaggebende. Practice Start! Juhu! Auf geht's! Du hast Practice Start gewählt. Nein, wirklich. Danke für die Information. Zeit zu üben, ein paar Dunmakus auszuweichen. Machen wir das nicht schon durch das ganze Spiel durch? Was ist da... Ah, was ist daran jetzt neu? Ja, das ist doch jetzt mal wirklich Tohomare. Wir können sogar schießen. Wie geil. Ja, gut. Leider habe ich keine Bomben zur Verfügung, die mir ermöglichen werden, mich in kniffligen Situationen einfach komplett rauszucheaten. Aber irgendwie wird das schon funktionieren. Hallo, Buwolke in Lichtform. Der Lichtpoki in dem letzten Bosskampf gegen Extra-Boss hat mich aber mehr gefreut als die Licht-Buwolke. Ja, immerhin gibt es ja noch eine normale Buwolke, auch wenn ein Sprite drin gefehlt hat. Sterbgegner, bis jetzt noch alles deutlich machbarer als in einem normalen Toho-Spiel. Wobei natürlich unsere Hitbox, wie schon mehrfach erwähnt, in diesem Spiel einfach unglaublich viel, ja, größer ist. Von daher ist das Ausweichen deutlich schwieriger. Außerdem sind die Projektile, die auf uns zufliegen, deutlich schneller als in den meisten Toho-Spielen. Was ebenfalls ein Problem ist. Ich rede zwar gerade von den meisten Toho-Spielen, aber ich kenne so gut wie keine davon, also achtet überhaupt nicht auf meine Kommentare, bitte. Weiter geht's durch das Level durch Toho Mario. Da ist die nächste Buu-Wolke. Energieregen. Wenn die direkt über mir spawnen werden, kann ich ihnen wahrscheinlich nicht ausweichen, diesen Energieregen-Kugeln. Das ist ein bisschen gemein gemacht. Aber hey, wir schaffen es schon irgendwie durch das Level durch. Ah! Gott, voll reingeflogen. Ich brauche einen Turbo-Button. Ich muss die ganze Zeit hintereinander klicken, um weiterzukommen. Geht's weiter? Ja, geht weiter. Nerv. Wäre nicht schlecht, jetzt einen einstellen zu können, kann ich aber leider nicht. Blödes Viech. Also Mario, lähme meinen Finger und schieß dafür alles ab, was uns in die Quere kommt. Die Gegner können ja einfach in der Luft laufen, sieht interessant aus. Zwischendurch scheinen meine Projektile auch einfach so in der Luft zu krepieren. Ich schätze mal, da sind unsichtbare Böden für die Gegner, die wir zerschießen oder so ein Mist. Ja, gut, ne? Solange wir überleben, soll mir das recht sein. Ich habe aber so das Gefühl, ich habe eine schlechte Stage gewählt, um mich vorher nicht voll zu heilen. Stage stehen geblieben? Kommt jetzt ein Boss? Fragezeichen? Okay, da ist ein Bildwechsel. Zwischenboss! Hallo Marissa, lange nicht gesehen. Ah, auf in den Kampf gegen Marissa, Bullet Hell. Ja, das ist jetzt in der Tat 1A Toho Mario, das wir hier spielen. Immerhin können wir ihre Projektile töten, wenn wir sie direkt mit unseren Feuerbällen abschießen können. Was den Kampf hier simpler macht, aber die Kugeln kann ich trotzdem nicht einfach so töten, denen muss ich ausweichen. Ach, also immer in Bewegung bleiben.
Ist ja auch nicht so ein gewöhnliches für so ein Spiel. Ach, die Musik kommt mir irgendwie bekannt vor, aber die scheint, glaube ich, von den Instrumenten von Super Mario World leicht entstellt zu sein. Bams, jawohl, komm schon, stimmt, Marissa. Ich weiß nicht, wie viele... Ah! Gott, HP leisten das, ich kann sie nämlich nicht sehen. Ich sehe hier keine Anzeige auf dem Bildschirm. Aber irgendwann wirst du ja schon hoffentlich umfallen da oben. Bams, bams. Schmeißen wir eigentlich mit den Sternprojektilen, die bis jetzt immer auf uns nur abgefeuert wurden? Na, egal. Komm schon, Marissa. Jetzt eine Bombe haben, das wäre natürlich genial. Leider habe ich keine. Hoffentlich kriege ich den Zeitbonus für diese Stage. Haha. Nicht, dass ich eine Zeitanzeige hätte. Ich habe hier nur eine blaue Kartenanzeige, aber die haben wir ja immer. Stirb schon, Marissa. Der Kampf ist bis jetzt nicht so schwierig. Es gibt bestimmt eine zweite Phase. Falls es nicht generell noch mehr Bosse gibt als sie. Das wäre natürlich nochmal eine andere Sache. Komm schon, Marissa. Fall um. Jawohl. Sehr schön. Nicht sehr schön. Puh. Weiter geht's. Was? Stage clear? Das war's? Also, das war eine relativ simple Stage. Okay, auf jeden Fall sehr Toho, Mario. In der Tat, das muss man diesem Spiel lassen. Ja, ne, da vorne ist ein Stern, der uns noch weiterführt. Aber ich habe ein bisschen Angst, da durchzugehen. Es könnte mich da einsperren, was auch immer auf der anderen Seite liegt. Vielleicht ist es auch einfach nur irgendein witziger Bonus und keine wirkliche Stage. Ich weiß nicht, was auf der anderen Seite liegt. Von daher werden wir erstmal unsere 4 Heilcontainer einsammeln. Plonk, 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 plonk. Yay! Und ich vermute mal, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn ich mich wieder voll geheilt habe. Wenn wir uns das Ende dieses Spiels entweder angucken oder in die letzte Extra-Stage weiterreisen. Ich weiß nicht, was hinter diesem Stern liegt. Wir dürfen gespannt sein. Vielleicht geht dieser Hack auch noch eine Weile weiter. Bis dahin, see ya!